So, los geht's mit der Zubereitung der Fülle. In einem Topf oder einer Pfanne erwärmt ihr genügend Butter oder Öl und bratet erstmal die Zwiebelwürfel darin an. Daraufhin fügt ihr den Knoblauch und das Fleisch hinzu. Bratet die Zutaten so lange an, bis das Fleisch ganz durch ist. Würzt das Ganze mit Salz und Pfeffer, ich mache das immer nach Gefühl, und füge die Kartoffeln hinzu, ich habe sie schon geschält, gekocht und mit einer Gabel grob zerdrückt. Dann benötigt ihr ein Backblech belegt mit Backpapier und geschmolzene Butter oder Butterschmalz. Für die Zubereitung der Tassenbureks verwende ich diesmal keinen klassischen Jufka-Teig, sondern Strudelteig. Ich habe das Rezept schon mit verschiedenen Teigsorten und Größen ausprobiert und diese hier fand ich einfach am praktischsten und am besten. Wenn ihr wissen wollt, wo es diese zu kaufen gibt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar unterm Video. Dann nehmt ihr erstmal zwei dieser Jufka-Blätter her und viertelt diese. Ihr habt dann 8 gleich große Quadrate bzw. Rechtecke, je nachdem wie groß eure zwei Jufka-Platten sind. Dann braucht ihr noch eine 250 ml große Tasse, geschmolzene Butter oder Butterschmalz und unsere Fülle. Die habe ich, wie ihr seht, halbiert. Eine Hälfte sollte für die 8 Quadrate reichen. Ihr nehmt dann das erste Quadrat und bestreicht es mit etwas Butter. Lasst dabei die Ränder des Quadrats frei. Legt das zweite Quadrat folgendermaßen darüber. Dann schnappt ihr euch mit euren Fingerspitzen die Mitte dieser zwei Jufka-Blätter und drückt diese in die Tasse hinein. Achtet beim Hineindrücken darauf, dass ihr das vorsichtig macht, weil die Jufka-Blätter sonst reißen. Befüllt die Tasse erstmal bis zur Hälfte mit der Fülle. Dann klappt ihr die erste Schicht Jufka-Teig darüber. Schließlich befüllt ihr sie bis ganz oben und verschließt den Tassenburek mit den übrig gebliebenen Jufka-Schichten. Diesen Vorgang wiederholt ihr mit den übrig gebliebenen 6 Quadraten und mit den 2 großen Jufka-Blättern, die noch übrig sind. Aus den insgesamt 16 Quadraten entstehen schließlich 8 Tassen Bureks. Diese bestreicht ihr mit der Butter und bestreut sie mit Sesam oder Schwarzkümmel. Backt sie bei 200 Grad erstmal 15 Minuten, dann schaltet ihr die Hitze auf 180 Grad herunter und backt sie weitere 20 Minuten. Die Fülle ist ganz easy zum Zubereiten, ihr braucht einfach nur 4 Esslöffel Sauerrahm, 4 Esslöffel Joghurt und den zerdrückten oder fein gehackten Knoblauch. Salzen, pfeffern, umrühren und fertig! So sehen die Tassenbureks aus, wenn sie fertig sind. Sie haben eine etwas rundlichere Form angenommen und sind wunderbar knusprig. Neben dem Aussehen zählen allerdings auch die inneren Werte und die sehen so aus. Dieses Partyrezept eignet sich wunderbar für eure Gäste, weil ihr es schon vorher zubereiten könnt. Formt die Bureks, deckt sie ab und stellt sie kalt.
Dann bereitet ihr die Soße zu, die stellt ihr ebenfalls kalt und wenn eure Gäste kommen, müsst ihr das Ganze nur noch backen.